Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Herzlich willkommen zu Inside Markets hier von der Frankfurter Börse. Sissi Heidmanek und ich haben uns diese Woche einen Gast eingeladen, André Stagge, Portfolio Manager. Schön, dass du da bist, André. Ja, wir sehen die Märkte auf ordentlichen Allzeithöchstständen. Der Dow fast bei 30.000 Punkten, der DAX auf Allzeitrekordständen. Aber über allem schwebt das Coronavirus. Kann da was auf uns zukommen? Ja, ich glaube, die Märkte spielen momentan das Coronavirus nicht mehr so stark, aber das Thema ist nicht vom Tisch. Wir haben nach wie vor über 31.000 Infizierte und natürlich auch die Gefahr, dass es überschwappt. Momentan sieht es an den Märkten zwar nicht so aus, aber das Thema ist definitiv noch nicht vom Tisch. Und wir sehen ja zum Beispiel, die Airlines haben ihre Flüge nach China eingestellt, Produktionsstätten stehen still. Also auch für die Weltwirtschaft ist das eine enorme Delle zumindest. Ja, ich habe schon mit befreundeten Analysten aus China gesprochen, die sagen, was diesmal anders ist als bei SAS oder auch bei der Schweinegrippe. Einfach, dass sich China schneller gekümmert hat, dass man eben auch die ausländischen Experten, sogar aus den USA, hier ins Land mit reingelassen hat und dadurch eben schneller eine Pandemie vermeiden möchte. Trotzdem sprichst du es an, das globale Wachstum wird dadurch belastet. Und in China gibt es die ersten Schätzungen, dass über das GDP über 0,4 Prozentpunkte auch im Jahre 2020 weniger Wachstum kommen wird. Umso mehr die Frage, André, woher kommt der Optimismus, der derzeit herrscht? Ja, die Liquidität ist da, man hat es gut gesehen. Letzte Woche ging es ja stark auch runter mit den Aktien, wo das Thema noch sehr akut war. Freitag haben wir sehr tief geschlossen und sofort werden natürlich wieder Zinssenkungen durch die amerikanische Notenbank eingepreist, die US Fed. Aktuell haben wir eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt nach unten. Letzte Woche waren es sogar noch fast 100%, wo man einfach sagt, sobald die Märkte fallen, gibt es wieder diesen Put, dass entsprechend die Zentralbank leistet und damit mehr Liquidität im System drin ist. Wann könnte ein Zinsschritt in den USA erwartet werden? Also momentan sieht es so aus, dass wir den im Sommer sehen. Die Märkte haben das eingepreist, wie gesagt. Die Zentralbank selber, die Fed, sagt, sie möchte nicht an der Zinsschraube drehen, weil sie das Pulver trocken halten möchte. Ich persönlich aber denke auch, dass wir im Sommer einen sehen und sogar im Dezember dann noch einen zweiten. Du hast uns ja im Dezember gesagt, der Januar-Effekt spielt eine große Rolle. Also sprich, wie es in den ersten Januartagen an der Börse läuft, so läuft es übers Jahr, so im Groben gesagt. Ist das so? Ja, definitiv. Das hat man auch schön gesehen. Diese Eröffnungsmarke am Jahresanfang ist extrem wichtig, sowohl im DAX wie eben auch in den amerikanischen Märkten. Wir haben die ersten 5 Tage im Plus geschlossen. Deswegen stehen wir wahrscheinlich jetzt auch mit auf den Höchstständen. Trotzdem haben wir einige Themen, die der Markt noch spielen muss. Zinsstrukturkurve, die invers ist, Fed-Politik und natürlich auch das Coronavirus und natürlich das globale Wachstum. Ja, auf den Dow, da werden wir auch gleich nochmal genauer schauen. Aber erst gucken wir auf den Veranstaltungshinweis der Trading House Börsenakademie. Und wenn ihr euer Trading-Wissen vertiefen wollt, könnt ihr das bei den kostenlosen Börsenseminaren der Trading House Börsenakademie. Der nächste Termin am 14. Februar in Köln. Und André, da bist du dann selber auch dabei. Definitiv, genauso wie letzte Woche in Hamburg, wo wir auch ausgebucht waren. Deswegen auch die Idee, am besten gleich buchen. Das ist ein ganz toller Tag, wo man eine ganze Menge lernen kann. Was können Anfänger und aber vielleicht auch Fortgeschrittene da mitnehmen? Wir haben verschiedene Formate, die wir vorstellen. Es geht um Trading-Psychologie und ich selber stelle 6 meiner Handelsstrategien vor, die allein in den letzten 2 Jahren über 60% Performance gemacht haben, bei 10% Drawdown völlig transparent, wo dann eben auch die Teilnehmer lernen können, wie sie an der Börse besser agieren. Und damit kann jeder auch wirklich sich verbessern? Absolut. Anfänger und Profis gleichermaßen und es ist viel Zeit für Fragen. Es gibt ein gemeinsames Mittagessen, eine Expertenrunde am Ende, wo jeder eben seine Fragen platzieren kann und die Bewertungen zeigen, das Format macht den Teilnehmern Spaß und dafür, dass es kostenlos ist, sollte man da definitiv mal hingehen. Und wir schauen auch nochmal auf die nächsten Termine. In Berlin geht es dann im März weiter, dann Stuttgart, Düsseldorf, München, Frankfurt und dann kommt nochmal Hamburg wieder. Also wir sehen, ihr seid wirklich viel unterwegs in ganz Deutschland und da kann jeder mal vorbeischauen. Und wer noch mehr Informationen will, der kann auch auf trading-haus.de gucken. Ja, wir schauen jetzt auf ein ganz anderes Thema, nämlich das Thema Steuern. Klingt erstmal nicht so sexy, aber es ist eine Änderung im Einkommensteuergesetz geplant. Und ich habe mir mal ein Beispiel ausgesucht. Wenn ein Trader 100.000 Euro Gewinn macht und 80.000 Verlust in einem Jahr, hat er 20.000 Euro unterm Strich Gewinn gemacht. Darauf zahlt man in Deutschland die Abgeltungssteuer von 25%. Das heißt bei 20.000 5.000 Euro Abgeltungssteuer. So war es bisher. Nach den Änderungsvorschlägen kommt dann demnächst, dass man 100.000 Gewinn macht, 80.000 Verlust. Aber man kann nur noch 10.000 Verlust anrechnen. Das heißt, man hat einen Gewinn von 90.000. Die müssen versteuert werden, Abgeltungssteuer. Dann ist man bei 22.500. Das heißt, es ist verrückt, man muss mehr Steuern zahlen, als man unterm Strich Gewinn gemacht hat. Ist das nicht irgendwie eine verrückte Idee?
Ja, das ist wirklich verrückt, was sich Olaf Scholz, dieser Sparbuchbesitzer, da wieder ausgedacht hat. Erst die Finanztransaktionssteuer, die ja eigentlich viel mehr eine Aktienerwerbsteuer ist. Dann auch die Idee, dass man den Solidaritätszuschlag, der auf die Abgeltungssteuer noch raufkommt, auch nicht abschaffen möchte. Und jetzt das Thema Verlustanrechnung, dass man tatsächlich wohl nur 10.000 Euro in deinem Beispiel an Verlusten anrechnen kann. Ob das wirklich so kommt, da wird momentan viel diskutiert. Die Verbände sind natürlich hinterher. Und ich weiß aus guten Quellen auch, dass es sehr viele Beschwerden gibt beim Bundesfinanzminister und bei den entsprechenden Politikern, weil das natürlich dazu führen würde, dass Trading komplett unattraktiv wird. Ich muss aber auch ehrlich sagen, so wie ich das aktuell in der Diskussion verstehe, wird es diese Verlustanrechnung wahrscheinlich auf Jahresende geben. Und es gibt halt viele Möglichkeiten, das auch zu umgehen, wenn man eben clever ist, sich auskennt. Aber er hat uns natürlich damit einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Und natürlich zeigt das eben auch, wie wenig der Finanzminister von dem Thema versteht. Denn wenn ich zum Beispiel ein anderes Beispiel aufmache, als Aktienbesitzer einfach ein Depot abhedgen möchte, kann mir das Gleiche passieren, was du gerade beschrieben hast. Ich habe vielleicht 100.000 aus Aktiengewinnen gemacht und vielleicht 50.000 als Put-Option, die ich als Hedge dagegen hatte, gegengerechnet. Und da habe ich eben auch diese Problematik, dass die Verluste nicht mehr voll angerechnet werden können, obwohl ich ja eigentlich mein Depot nur schützen möchte. Und das ist halt sehr schade, weil der Olaf Scholz eben hier zwar eigentlich Spekulanten treffen möchte, genau wie mit der Finanztransaktionssteuer auch, aber dann doch eben auch Anleger trifft, auch Hedger trifft, eben auch informierte Trader und Börsianer trifft und damit eigentlich komplett an dem Thema Spekulanten von der Börse fernzuhalten, die ja teilweise auch nur im Hochfrequenzbereich unterwegs sind, komplett also da am Ziel vorbeigeschossen ist. André, lass uns noch mal überlegen, wen trifft es eigentlich tatsächlich? Denn das klingt so, als ob es nur Trader trifft, die in sehr hohen Volumina unterwegs sind. Ja, leider nicht. Das kann sehr schnell gehen. Diese 10.000 Euro Verlustanrechnung, die pro Jahr freigestellt sind, die kann ich zwar auch rollieren, für die nächsten Jahre dann mitbenutzen. Also ich kann jeden Verlust von 10.000 Euro auch weiterrollen. Aber es trifft jeden, also auch Investoren. Die trifft es sogar schon dieses Jahr, weil die Gesetzesänderung wurde am 11.11. von den verschiedenen Fraktionen eingebracht und kurz vor Weihnachten durch das Parlament geboxt in einem Paragraphen, wo man auch gar nicht hätte vermuten können, dass es da drin steckt. Also es wurde irgendwo im Umsatzsteuergesetz mehr oder weniger versteckt. Und Investoren müssen schon ab dem 01.01.2020, wenn sie Totalverluste erleiden, aus Anleihen, die ja auch schnell mal ausfallen können, oder auch aus Aktien, die wertlos sind, tatsächlich diese 10.000 Euro Verlust nur im Anrechnungsbereich haben. Das heißt, wenn ich eine Aktie im Depot habe, die vielleicht 100.000 Euro von heute auf morgen bei Null steht, unwahrscheinlich, kann aber passieren, oder auch bei einer Anleihe, trifft uns das jetzt schon als Investoren. Trader kann das auch sehr stark treffen, gerade wenn sie viel handeln und mit einem großen Hebel, weil 10.000 Euro Verlustvertrag steht im ersten Moment natürlich eine Menge Geld da, aber wenn ich mit einem 100er Hebel handle oder auch nur mit einem 10er Hebel und dann vielleicht 10.000 Euro Umsatz habe, was an der Börse sehr schnell passiert, könnte ich eben auch unter diese Thematik fallen und hätte damit tatsächlich das Problem, dass meine Steuerlast in diesem Beispiel von Manuel am Ende sogar höher ist als mein Gewinn und ich vielleicht sogar einen Kredit aufnehmen muss, um meine Steuern zu tilgen. Und ein anderes Thema in diesem Gesetz ist einfach, dass die Gewinne direkt zu versteuern sind, wie eben auch bei der Abgeltungssteuer, dass die Verlustvorträge aber erst am Jahresende durch meine Steuererklärung dann selber durch mich quasi wieder zurückgeholt werden können. Das heißt, es kommt auch noch eine ganze Menge Bürokratie dazu und ich muss mich wirklich fragen, was sich die Politik da denkt, weil das macht es in der Anlagekultur, in der Traderkultur in Deutschland einfach auch schwieriger und es vermindert Möglichkeiten und das finde ich persönlich sehr schade. Wie wahrscheinlich ist es denn für dich, dass das überhaupt so durchkommt? Also das Gesetz ist beschlossen, das muss man ganz klar sagen. Jetzt gibt es halt verschiedene Gremien, die sich über die Auslegung Gedanken machen. Ich glaube am Ende nicht, dass das eben beschriebene Beispiel auch trifft, dass man wirklich dann unterjährig auch die Verlustverträge schon machen muss. Ich denke eher, dass es so, dass am Jahresende dann diese Abgrenzung stattfindet. Und viel spannender ist natürlich auch die Frage, was Trader dagegen tun können. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel das klassische Konto im Ausland. Ist ja auch über den Partner von Markets, wenn das Geld eben nicht in Deutschland liegt, auch eben nicht permanente Abgeltungssteuer unterliegt, sondern einmal am Jahresende dann die Steuer Erklärung ist, dann kann man solche Dinge umgehen. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel eine vermögensverwaltende GmbH zu gründen. Und dann gibt es noch viele andere Dinge. Wichtig ist auch, keine Panik zu machen. Trading wird weiter attraktiv sein. Man muss sich halt nur mit den Entwicklungen beschäftigen und dann eben auch die Möglichkeiten sehen und entsprechend handeln. Und die wird es eben auch geben. Also ganz wichtig, dass man da am Ball bleibt. Für euch haben wir noch ein kurzes Update. Vor 2 Wochen haben wir hier mit Jessica Schwarzer über die Finanztransaktionssteuer gesprochen, genauso wieder ein Projekt. Jetzt gab es gerade zu lesen, dass ein Freibetrag erhöht werden soll um 50 Euro, eigentlich aber auch wieder lächerlich. Ja, absolut lächerlich und zeigt auch die Dimensionen, gerade die Finanztransaktionssteuer, was wirklich eine reine Aktienerwerbssteuer ist, trifft die Falschen. Die Österreicher haben ja schon gesagt, sie machen da nicht mehr mit. Und die Idee kam ja aus dem Jahr 2008, wo es um Hochfrequenzhandel ging und darüber halt Derivate und wirklich große
Prop-Trader zu besteuern und jetzt trifft es den Privatanleger und die 50 Euro sind da wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ich frage mich, wie jemand, der wirklich nur ein Sparbuch hat, über solche Dinge in Deutschland entscheiden darf. Wir wollen jetzt mal auf richtige Empfehlungen gucken, nämlich auf die Top-Empfehlungen der Trading House Börsenakademie. Die erste Empfehlung, die wir uns anschauen, ist ein Index, nämlich der Dow Jones. Und der knabbert sich ganz nah an die 30-Punkte-Marke schon ran, Sissy. Ist da eine Long-Empfehlung zu sehen? Da sehen die Analysten der Trading House Börsenakademie tatsächlich eine Long-Empfehlung. Es gibt auch genug Vorlagen dafür, denn die US-Bilanzen, die derzeit vorgelegt sind, sind sehr, sehr gut gewesen, überraschend gut. Und es gibt auch ein bisschen Anschub aus dem Ausland, André, denn die Chinesen haben eben die Zölle auf US-Waren halbiert und eine Geldspritze in China gab es auch. Genau, die Chinesen machen das, was sie am besten können, die Wirtschaft unterstützen. Und deswegen denke ich auch, dass bis April hier die Märkte weiter unterstützt sein werden. Auch im Dow Jones? Definitiv auch im Dow Jones. Also wir schauen mal drauf auf die Long-Chance. Die wird gesehen ab einem Einstieg per Stop-Buy-Order bei 29.400 Punkten. Das heißt, der Dow Jones sollte noch ein paar Pünktchen gut machen, bis es ein echter Einstieg ist. Kursziel dann bei 30.000 Punkten und ein Stop-Loss sollte eingezogen werden bei 28.800 Punkten. Ist das was du gehandelt hast als Fondsmanager, den Dow Jones? Ja, als Portfoliomanager habe ich mich weniger drum gekümmert, weil der S&P da halt die Benchmark ist und der Dow Jones ja auch arithmetisch berechnet wird. Aber für Trader bietet das eine Menge Potenzial, weil hier einfach dadurch mehr Volatilität ist, dass hier eher die Kleinanleger unterwegs sind und dadurch die Chancen vielleicht auch sogar größer. Ja, und man erkennt natürlich sofort, was drin ist. Es sind eben die Blue Chips, die größten Unternehmen der USA drin. Und wir haben noch eine zweite Empfehlung. Das ist eine Aktie, die Vonovia. Und da heißt es, stemmt sich gegen den Trend. Ja, wie sieht es denn da aus, Sissy? Ja, Vonovia ist natürlich eine Aktie, die hoch umstritten im Inhalt ist. Es ist eine Wohnungsbaugesellschaft eben aus Bochum. Und die Skandale, die es früher gab, die waren, dass die Mieter gesagt haben, die machen nichts für unsere Wohnungen. Die sehen aus wie Hund. Und inzwischen ist es umgekehrt. Jetzt wird saniert wie verrückt. Hier in Frankfurt übrigens auch. Und das ist für die Mieter auch schwierig. Die sind in den Wohnungen drin. Die Wohnungen werden saniert und dann eben höher weiter vermietet. Ganz große Probleme, aber der Wohnungsmarkt ist natürlich ein interessanter. Super spannend und ich glaube, die ganzen Immobilienaktien, die profitieren einfach auch von den Renditen, die wieder stark gefallen sind. Das ist halt der Bauboom, wo die Aktie hier auch entsprechend profitiert. Also die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen da auch ganz kleine Longchance und das, obwohl dieser Chart wirklich schon spektakulär aussieht. Er schießt ja geradezu ins Kraut, hat jetzt eine kleine Seitwärtsbewegung seit ein paar Tagen beziehungsweise eigentlich schon Wochen. Aber trotzdem Einstieg per Market Buy Order, also zu aktuellen Kursen. Kursziel könnte das erste bei 53,44 Euro liegen und ein Stop-Loss muss bei 51 Euro eingezogen werden. Dazu sei gesagt, wer schon drin ist in dieser Aktie, den Stop-Loss-Kurs unbedingt eng nachziehen. Denn natürlich ist eine Aktie, die so einen Anstieg hatte, gefährdet, bei der kleinsten Negativnachricht mal nachzugeben. Ja, also vielen Dank wieder für diese Woche, Sissy. Danke für die Empfehlungen. André, schön, dass du da warst. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, kommentiert, postet das Video. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Dankeschön und Happy Friday. Schönes Wochenende. Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie.